Ja, der ukrainische Präsident Zelensky, er ist zuversichtlich, dass sein Land den Weg zu einer EU-Mitgliedschaft meistern wird. Das bekundete er in seiner neuesten Videobotschaft. Unterdessen spitzen sich am Tag 122 des Kriegs die Kämpfe im Osten des Landes wieder zu. Russland behauptet nun, weitere Stellungen der Ukrainer durchbrochen zu haben. Die ukrainischen Truppen wollen dagegen eine wichtige Nachschubroute nach Lysychansk verteidigt haben. Der aktuelle Überblick von Jana Wochnik. In der letzten Nacht gab es im ganzen Land wieder Luftalarm. Er warnt vor den Raketenangriffen der russischen Armee. Vor allem im Fokus des Militärs die Städte Dnipro und Saporischschja im Süden der Ukraine. Mehrere Explosionen wurden von dort gemeldet. Dörfer in der Region wie hier Balabine wurden getroffen, wie die gesamten letzten Tage schon. Die Bewohner zeigen ihre zerstörten Häuser, nur Schutzscherbentrümmer bleiben davon übrig. Bei der zweiten Explosion wollten die Kinder weglaufen. Ich hüllte mein jüngstes, ein dreijähriges Kind, in eine Bettdecke, denn es schlief. Und ich rannte zu den Nachbarn, denn hier gibt es keinen Unterschlupf. Wir haben die Nacht mit den Kindern im Stall verbracht. Als ich morgens hierher zurückkam, sah ich dieses traurige Bild. Etwa 60% der Region Saporischschja sind jetzt unter russischer Kontrolle, einschließlich des Kernkraftwerks, Europas größtem. Und im Osten der Ukraine, der Rückzug der einheimischen Truppen wie angeordnet aus dem Verwaltungszentrum Severodonetsk wird noch einige Tage dauern. Und auch in Lysychansk wird es eng. Hier wollen die Russen die Verteidigungsstellungen ukrainischer Truppen durchbrochen haben. Überprüfen lässt sich das nicht. Präsident Zelensky beschwört seine Landsleute, sich über den EU-Kandidatenstatus zu freuen, ihn als Herausforderung zu nehmen und weiter. Seien wir stolz auf uns, respektieren wir uns. Wir haben die Russen abgewehrt und wir werden gewinnen. Denn wenn wir uns selbst respektieren, werden die anderen es auch tun. Seien Sie nicht froh, dass es ein Schlag ins Gesicht Moskaus ist, sondern stolz auf den Applaus für die Ukraine. Der Kreml verurteilt dagegen die Verleihung des EU-Kandidatenstatus an die Ukraine als geopolitisches Manöver gegen Moskau. Im Kampf gegen Russland sichern die USA der Ukraine weitere militärische Hilfe zu. Bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des G7-Gipfels in Berlin versicherte Außenminister Blinken, sie kämpfen nicht nur für sich, sondern für uns alle.